Stotra heißt Hymne, heißt Loblied. Stotra ist ein Lied, das aus mehreren Strophen besteht. Normalerweise ist Stotra eine Hymne, die aus mehreren Shlokas besteht. Es gibt große Texte, wie zum Beispiel die Guru Gita. Wenn man aus dieser Guru Gita einige Shlokas, einige Verse zusammenstellt, ist die Zusammenstellung dieser Verse eine Stotra. Oder es gibt verschiedene Schriften, die Shani preisen. Shani, den Saturn. Und Saturn ist jetzt nicht nur ein Planet, sondern Saturn gilt auch als Deva, Shani-Deva, als Gottheit, als Engelswesen, als kosmische Kraft. Und wenn man aus mehreren Schriften dann verschiedene Shlokas zusammenfasst, dann wird daraus Shani-Stotra. Oder es gibt eine Riesenschrift, die nennt sich die Devi Mahatmyam. Gut, so riesig auch nicht, 700 Versen, deshalb wird sie auch als Durga Saptashati bezeichnet. Aber sie ist aus einer großen Schrift namens Markandeya Purana. Es gibt dann einige Shlokas, einige Strophen, die enden mit Narayani Namostute. Wenn man die Verse, die mit Narayani Namostute enden, zusammenfasst und zusammen rezitiert, wird das eben zur Narayani Stotra. Und so gibt es für die verschiedenen Aspekte Gottes Stotra. Und es gibt auch Stotras für verschiedene Zwecke. Also wann immer man Shlokas entweder aus einer größeren Schrift oder aus mehreren Schriften zusammenfasst, dann wird daraus eine Stotra. Stotra, also eine Hymne, die aus mehreren Strophen besteht. Und diese Strophen sind typischerweise nicht ursprünglich für diese Stotra komponiert worden, sondern diese Shlokas, aus denen eine Stotra besteht, stammen aus längeren Schriften, aus längeren Suktams oder auch Puranas, Itihasas, Agamas, Tantras oder anderen Quellen. Stotra, also Hymne, Loblied, Stotra, Zusammenstellung von Shlokas, um Gott zu erfahren.